Hallihallo und ein herzliches Willkommen hier in Schnubbis Playground zu Folge jetzt 6 von The Order 1886. Mein Name ist Schnubbi und herzlich willkommen, hatte ich schon gesagt. Dementsprechend spiele ich jetzt einfach weiter und tue so, als wäre nichts passiert. Finde ich übrigens ein bisschen merkwürdig, dass man hier leere Waffen wieder aufheben kann, um seine vollen wegzuwerfen, aber okay. Ich habe mich ja schon viel über dieses Spiel beschwert, obwohl ich noch gar nicht wirklich angefangen habe, habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Ich kann mich jetzt leider auch nicht auf den nächsten Kampf vorbereiten, weil ich kann nämlich meine Waffe nicht rausholen, um sie nachzuladen. Na lauf. Also ich habe definitiv bereits jetzt mehr erwartet. Ich habe ja bis vor kurzem noch immer gedacht, ist ja noch das Intro, das wird bestimmt noch so das Tutorial-mäßig irgendwie ablaufen hier. Aber langsam ist dann auch mal das Tutorial vorbei. Was gibt's hier? Eine neue Zeichnung. Poverty and Regress. Equality and Liberty. Na, meinetwegen auch das. Klapp hier hoch. Ne, da sieht schlecht aus. Aufs Dach vielleicht. Ah, sieht gut aus. Passable, hörst du mich? Hat keinen Sinn, Mister. Die Gebäude blockieren das Signal. Der Fluch des Fortschritts. Im Monokular. Unser Ziel sehen. Das Krankenhaus zweimal westlich. Finde Percival und... Sieht ihr unsere Kameraden? Noch nicht. Wie auch immer. Da. Das müssen sie sein. Na, machen wir mit? Sollen wir ein paar Freunde einladen? Luftkommando, hier ist Galahad. Ich brauche Antwort von allen in der Gegend Whitechapel. Luftkommando, hier ist Galahad. Hören Sie, wir haben hier nicht das Kommando. Der Nordkanzler wird vereint sein. Lafayette möchte nicht das Kriegsgericht. Darum kümmert man sich später. Sir Galahad, hier Sentinel 5. Wir sind 30 Stunden nordöstlich von Whitechapel. Warten auf Anweisungen. Sentinel 5, hier ist Galahad. Wir brauchen hier Luftunterstützung. Bestätigen Sie, Sir Galahad. Sie signalisieren blau-rot im Abstand von einer Sekunde. Wir bitten um Sichtbestätigung der Kursänderung. Orte Luftschiff. Da ist eins. Das ist aber nicht richtig. Das war nicht. Benutze das Monokular, um den 5 Signale zu geben. Lang, lang, lang und kurz. Herr Galahad, hier ist Sentinel 5. Haben Sichtbestätigung Ihrer Position. Kursänderung auf 2,2 Grad. Erreichen Warteschleife über Whitechapel in 8 Minuten. Sentinel 5 bestätigen. Warten Sie vor Ort auf Befehle. Dann los. Ha. Da gibt's dann wieder Festivals. In dieser Slums riecht es nach Rosen, nehme ich an. Springen hat. Nach innen. Hoppala. Ich würde ja springen, laufen jetzt. Ich dachte, der fällt runter. Und mach in eine gute Stube. Oh. Lol, Little Big Planet. Ob sie damals schon so gegeben hätte in der Form.
Ich habe ein Osterei gefunden. Yay! Los, ich gebe dir Schutz. Ja, Sir. Das macht es aber nicht sehr gut, weil hinter dir und so. Los, auf jetzt! Los! Wer hat bitte gerade auf mich geschossen? Während ich da eine Animation hatte. Nicht mal Werwölfe können das. Also mich angreifen. Während einer Kill-Animation. Ich meine Lykana, aber es ist im Endeffekt das gleiche. Constable, zieht dir den Kopf ein! Ja, was weiß ich sehe hier nichts. Drüber vielleicht? Danke. Fühle ich mich richtig, als wenn ich was geleistet hätte. Kriegst du nicht. Wobei, wenn ich das richtig gesehen habe, konnte man gerade die Waffe selber auswählen. Was an sich schon nicht schlecht ist. Ihr meint etwas. Noch was gezischt, was? Wir sind auf Widerstand gestoßen. Wir sind besser bewaffnet, als wir dachten. Habt ihr das gefunden? Wir nach. Dazu kann ich nur sagen, Mon Dieu, hier ist genug Feuerkraft für eine kleine Armee. Einiges davon wurde für den Orden hergestellt. Ibrahim hat sogar eine Bogenkanone gefunden. Ihr habt was von unserem Inventar verloren? Haben wir nicht. Hier, helfe mal mit. Lykana, der mir gleich in die Kehle springt. Was habt ihr gefunden? RTX-86. Der Mikro. Nehme ich. Ist seit ein paar Wochen im Einsatz. Na, angucken geht er wieder nicht. Kann mir das zwar angucken, aber es bringt halt wieder nichts. Das hier ist nicht mal zugewiesen. Wie sind die Rebellen da dran gekommen? Das werde ich schon herausfinden. Entschuldigen Sie, Sir. Man braucht sie oben. Unser Stichwort. Sehr gut, ich nehme die Waffe mit. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Bam, boom, bang. Ich glaube, Mademoiselle benötigt unsere Aufmerksamkeit. Egwene, sind in Position! Ach, die Szene habe ich, glaube ich, schon mal aus dem Trailer von E3 oder so gesehen. Los jetzt! Wo habt ihr denn gesteckt? Na. Verstanden. Okay, das streut ganz schön.
Und ich dachte eigentlich, es wäre ein Dauerfeuer-Ding, sie, aber. Streut nur und trifft fast nichts. Könnt ja meinen, dass bei so einer dicken Wumme ein bisschen mehr bei rüberkommt als weißer Rauch. Macht das nicht bumm? Was ist das denn? Die da oben war nicht tot. Auf dem Dach. Was meinst du, wo ich die ganze Zeit schieße? Ich sehe sie. Wir brauchen Verstärkung. Die Rebellen sind viel mehr als wir. Inspektor, sagen Sie in Deckung. Ich lade nach. Das kann's doch nicht sein. Alles, nur nicht die Gegner. Okay, langsam ist es doch nicht mehr so toll, dass ich das Teil hier habe. Aua. Ach, da sind auch noch Gegner. Fuck. Okay, ich dachte, ich kann jetzt überrumpeln oder sowas, ein bisschen näher rangehen. Ach, so scheiße. Los jetzt! Wo habt ihr denn gesteckt? Drücke R2, um aus der Mietschrot zu verschießen, die zu brennbaren Staubwolken zerbersten. Ach, so läuft der Kram ab. Deswegen ist da nie was passiert. Ich sehe sie. Wir brauchen Verstärkung. Die Rebellen sind viel mehr als wir. Inspektor, bleiben Sie in Deckung. Ich lade nach. Musste die einfach nur zerbersten lassen. Hätte ich den Text vielleicht mal durchlesen sollen. Dann ist die Waffe doch gar nicht so schlecht. Feind erledigt. Jetzt noch was? Ach da. Destillerie, zünde da. Ziel erledigt. Mächtig bei der Bumm. Wir müssen ihm helfen. Gib mir Deckung. Ich brenne. Du musst ins Feuerschutz gehen. Von wo denn bitte? Alles klar. Bringt ihn rein. Achso, ich soll gar keinen Feuerschutz geben. Ich soll ihn reinziehen. Nehmen Sie die Arme. Ich sag dem Monsieur. Ich schaffe ihn. Schnapp Sie, bevor Sie Deckung finden. Bereit. Nehmen wir ihn. Hier sind wir leichte Leute. Offensichtlich ja doch nicht so leicht, sonst würde ich da ja nicht die wegbumsen und noch weiterleben. Monsieur, es sind nur noch ein paar Schritte. Alles klar. Vorwärts! Hilf mir mit dem Regal! Pop. Das lief gut. Gellert, such eine. Jawohl, Ma'am. Bin schon dabei. Wie schlimm ist das? Ein Lungendurchschuss und eine Kugel in den Magen. Sieht aus wie Karten. Kannst du euch mal so? Anders wird wieder gut.
und durchgekreuzte Ziele. Durchgestrichen, wie auch immer. Hier geht's offensichtlich nicht raus. Sie haben tapfer für die Freiheit gekämpft. Oder wie? Ach. Alle Mann zurück! Ich zünde! Bob. Das glüht aber ganz schön heiß. Und vor allem lange. Keiner weiter? Das spielt keine Rolle mehr, Monsieur. Spar dir das Beten, Lafayette. Es gibt keinen, der ihm hilft. Los jetzt. Gehen wir. Passiert. Wir sind nur ein paar hundert Yards entfernt. Und die verfluchten Rebellen werden uns erwarten. Lauf doch bitte. Ich lade nach. Sie dürfen nicht weiter. Rebell erledigt. Warum schießen die ja eigentlich gleich irgendwie Feuergranaten? So voll umständlich immer erst eine Munition zu verschießen, die dann entflammbar sein wird. Aber egal. Mon de Dieu, wer hat diese Stadt bloß erbaut? Überall Sackgassen! Tolle Abkürzung. Brillant. Was jetzt? Lafayette, Monocular. Vorrücken! Die Schienen haben einen Schwachpunkt. Das ist ja nicht so gut wie die Schienen. Wenn ich darauf komme, kann ich das Ding zerstören. Egrain, Lafayette, ihr müsst mir Feuerschutz geben. Percival, komm mit. Wie uncool. Das Spiel kann aber zwei spielen, Boy. Wenn ich irgendwann mal wieder zielen darf. Danke. Endlich. So, wo muss ich hin? Hilft Percival mit dem Wagen. Was für ein Wagen? Wo ist denn dieser Percival schon wieder hin? Da. Wie das Holz darauf rumspringt. Oh, das ist schon ein bisschen peinlich. Ich nehme und sprenge. Achso, ich muss da erstmal drauf, oder? Ja. Das Termit ist platziert. Passt auf da unten.
Stehst genau davor. Was kann da wohl schief gehen? Wir rücken vor, leider aber erst in der nächsten Folge, denn das war's für die Folge, lass mich lügen, 6, hier in Snoopy's Playground zu The Order 1886. Vielen Dank fürs Zuschauen, man sieht sich hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann und bye bye.